So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt vor 6.542 Zuschauern entstand 23:23 zur Halbzeit ein 11:9 für den SCM. Die erfolgreichsten Werfer heute auf Seiten der SG Flensburg mit Anders Eggert, 6-mal erfolgreich, 2-mal von der 7-Meter-Linie, sowie Holger Glandorf, Henrik Toft-Hansen, Rasmus Lauge, Kente Mahé und Bogdan Radivojevic mit jeweils 3 Toren. Und beim SC Magdeburg die erfolgreichsten Werfer, 5 Treffer, Robert Weber, Michael Damgard ebenfalls 5 und Nemanja Selenovic mit 4 Toren. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Lubomir Vranjes und bitten um seine erklärenden Worte zu diesem Unentschieden. Ja, dann offiziell auch guten Abend. Was soll man sagen? Ich finde, das war ein spannendes Spiel. Wir haben 60 Minuten, kann man sagen, also nicht nur wir, sondern beide Mannschaften haben 60 Minuten gut gekämpft. Das gab Fehler auf beide Seiten. Ich finde, wir haben mehrere Fehler gemacht dieses Spiel als normal, aber das ist fast das Einzige, wo ich nicht zufrieden bin, also mit diesen einfachen Fehlern, was wir gemacht haben. Aber ich meine, ich muss ehrlich sagen, das war schwer auch, heute hier zu spielen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft, wie die sich zurückgekämpft haben in zweiter Halbzeit. Ich meine, es ist nicht einfach, 5 Tore Vorsprung in Magdeburg zu holen. Und dann hast du ja 2 Tore, sogar Führung am Ende. Und das haben wir nicht benutzt gut genug, so kann man sagen. Da hat mich ein bisschen, wie soll man sagen, ein Killerinstinkt gefehlt. Aber wir haben Möglichkeit gehabt und das nicht benutzt, so kann man das sagen. Insgesamt bin ich ja zufrieden mit deinem Punkt, muss ich auch sagen. Das war spannend. Wir werden jetzt uns für Kielce vorbereiten und vielleicht sehen wir uns ja im Finale. Man weiß man ja nie. Weil müssen wir erstmal unsere Spiele gewinnen, aber das wäre ja schön, eine Finale gegeneinander zu spielen. Dankeschön. Dankeschön, Lubomir Vranjes, für diese Worte. Ja, Bennett, gewonnener oder verlorener Punkt, wie siehst du es? Guten Abend auch erstmal von mir. Ganz klar, ich nehme heute das Positive mit. Das Positive heißt, wir haben einen Punkt gewonnen. Wir liegen 2 Minuten vor Schluss mit 2 Toren zurück, 21-23 gegen uns und spielen zum Schluss 23-23. Das ist denn in den letzten Minuten, in den letzten 5 Minuten, einen Punktgewinn. Wenn ich die Uhr zurückdrehe auf 18:13, ist es vielleicht ein Punktverlust. Aber das ist auch Sport und das ist auch Handball. Es geht einfach so schnell, wie wir uns in 18:13 erkämpfen und zurück, wie es dann auf 18:16 geht. Ich glaube, damit machen wir uns ein bisschen schwer. Wir tun uns schwierig mit Lubos Abwehrumstellung auf eine offensive 5-1-3-2-1 Variante, haben da Probleme ins Spiel zu finden, machen uns damit das Leben schwer und geraten in Rückstand. Dann aus diesem Ergebnis aber 23-21 wieder ein 23-23 zu machen, muss moralisch ein Punktgewinn sein. Ja, und da bin ich kein Freund von was schön zu reden. Ich möchte jetzt einfach für die nächsten Aufgaben das Positive mitnehmen. Und wir haben kämpferisch gut gearbeitet heute und haben auch Großteile des Spiels spielerisch gut gespielt. Das bleibt für mich stehen, das nehme ich mit, das gebe ich meiner Mannschaft mit. Das soll uns bitte weiterhelfen, unseren Weg weiter zu verfolgen. Und der Weg heißt jetzt schon, ab morgen geht es wieder in Spielvorbereitung Richtung Göppingen. Wir haben jetzt 2 Endspiele ums Einzug in Final Four Nantes gegen Göppingen. Da heißt es, heute kann man sich gern noch mit Flensburg beschäftigen. Soll man vielleicht sogar machen. Ab morgen muss nur noch Göppingen in den Köpfen sein.
Das ist ganz wichtig. Das wird die Aufgabe sein, meine Aufgabe, die Aufgabe der Jungs. Und ich habe eben schon in der Kabine gemerkt, wir freuen uns. Wir freuen uns auf das, was der Monat noch bringt. Dankeschön. Danke, Bennett. Ja, Steffen, was kannst du noch ergänzen? Ja, Benno hat das ja alles schon im Detail analysiert. Ich denke auch, dass wir heute vor allem die positiven Sachen mitnehmen sollten. Und besonders hat mich natürlich gefreut, dass wir es geschafft haben, von der ersten Minute an eine sehr, sehr aggressive Abwehr zu stellen. In Verbindung mit dem Torwart. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit 4 oder 5 Bälle geblockt. Haben es dann leider vielleicht nicht ganz geschafft, ein bisschen höher in die Pause zu gehen. Und zweite Halbzeit, denke ich, haben wir da auch angeknüpft an unsere Deckungsleistung. Und ich denke mal, das ist das Positive, was wir sicherlich auch für die nächsten Spiele mitnehmen wollen und auch müssen. Und wir sehen, es geht noch weiter nach oben und wir haben auch noch Luft weiter nach oben. Und das müssen wir uns jetzt die nächsten Spiele weiter erarbeiten, um dann eben unsere Ziele, die wir haben, umsetzen zu können. Danke. Dankeschön, Steffen Stiebler. Fragen an die Verantwortlichen? Alles erklärt, alles geklärt. Dann habe ich vielleicht noch das Resultat aus Hannover. Die schlagen Eisenach mit 10 Toren, 37-27. Alle weiteren Spiele sind ja noch momentan aktiv. Dann sage ich recht herzliches Dankeschön, wünsche uns allen einen angenehmen Hauseweg, den Flensburgern viel Erfolg, uns dann in Göppingen viel Erfolg und nächste Woche nicht vergessen, 19 Uhr Anwurf gegen Göppingen, das Rückspiel hier wieder an gleicher Stelle in der GTK Arena. Bis dahin, danke ich erstmal.